Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Steinerl-Sammler. Heute nehmen wir uns mal was anderes vor. Alles aus der Gegend rund um Idasch-Oberstein, die ganzen Wälder. Da findet man auch Rhyolith. Ich habe jetzt ein paar Sachen mitgenommen, wo ich meine, das könnte Rhyolith sein. Da habe ich einmal den hier. Gut zu erkennen an der grünen Farbe dort. Die Rhyolithe sind da grün. Und dann haben wir auch Rhyolithe mit Achateinschlüssen mit Kalzit. Also hier ist noch Achat, da ist Achat. Manchmal sind kleine Achate drin, manchmal. Ich hatte auch schon einen Bereich, da hatte ich so einen Stein aufgeschnitten und da war in der Mitte eine Riesenfläche voller Kalzit gewesen. In schön rosa. Die rentieren sich aufzuschneiden. Die sehen echt schön aus. Sind aber wahnsinnig weich. Ich habe jetzt extra mal auf die Härte geachtet. Also die zwei, die waren relativ stabil. Ja, bei dem bin ich mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass da einfach nur Algen drauf sind. Und das hier ist kein Rhyolith. Den habe ich einfach mal mitgenommen. Das ist auch so ein Stein, wie er da im Wald zuhauf rumliegt. Manchmal sehen die auch schön aus. Hier hat er ein bisschen Farbe. Jo, eigentlich ganz süß. Die lege ich mal auf die Seite, die packe ich mal hier hin. Ich habe heute mir viel vorgenommen, deswegen habe ich nicht mehr viel Platz. Auch Rhyolith, wie man ihn dort finden kann. Ist hier zum Beispiel sowas. Der hat richtig tolle Musterung drin, richtig schöne Farbe. Da sind überall so kleine Rhyolith-Kernchen drin. Wenn man die schleift, die sehen richtig genial aus. Mal gucken, ob ich hier, ja, hier sieht man so ein bisschen. Die haben in der Regel unterschiedliche Farben drin. Hier haben wir hellgrün, dann so ein, ja, wie so ein dunkelblauer Strich oder also extrem dunkelgrüner Strich und dann etwas dunkleres Grün. Auch hier kann sich Überraschung drin verbergen. Ja, so ein, den werde ich aber nicht sägen, den will ich komplett einmal rundum glätten und schleifen. Dann sieht der bestimmt schön aus. Und der, ja, wiegt ein bisschen was. Ah, Jesus. So, fangen wir mit den an. Ich nehme mal den grünen hier, wo ich sage, das kann auch genauso gut Algenschicht sein als erstes. Ja, ist ein Rhyolith, wenn auch nicht besonders schön, mit Achaten drinne, aber der gefällt mir nicht. Dann, wo ist der andere? Nehmen wir mal als nächstes den Standardstein, den man da wirklich, wirklich massenweise findet. Auch hier kann was Schönes drin vorkommen. Ja,
Achatstruktur drin. Hier ist sogar ein kleiner Achat. Dann, ja, was genau das ist, weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall relativ weich. Und falls man das dann polieren will, hat man mit den Stellen echte Probleme, weil sie lösen sich immer wieder ein bisschen raus. Das ist wie so, ja, komprimierte Erde oder so. Das heißt, selbst wenn ich ihn gut wasche und dann geschliffen habe und dann in die Politur rübergehe, tun sich hier kleine Stücke lösen, gehen auf das Politurpad und alles ist wieder verkratzt. Das sind so die Standardsteine. Die findet man wirklich, boah, tonnenweise. Sind aber auch nicht schlecht, sind auch schön. So, dann nehmen wir jetzt mal hier den harten. Ich hoffe, dass er beim Schneiden genauso hart ist, wie als weil ich draufgehauen habe. So, schöne Farbe. Da hat er einen kleinen Riss. Ist nicht schlimm. Da ist irgendwas eingewachsen. Sehr schönes Stück. Gefällt mir. Ist halt grün. Dann gehen wir jetzt weiter zu den leicht gepunkteten. Ja. Schauen wir uns mal an, wie der aussieht. Der Bereich ist schön. Hier ist er relativ einfarbig. War jetzt auch nicht so weich. Also beim Schneiden merkt man das. Also den kann man durchaus weiterverarbeiten. Rhyolith muss übrigens nicht grün sein. Rhyolith gibt es in ganz unterschiedlichen Farben. Ich gucke gerade, hier liegt keiner. Moment. Hier zum Beispiel von der Teufelskanzel ist auch Rhyolith in grün. Gibt es auch ein bisschen heller. Und der kann, wenn man von der Teufelskanzel über den Berg rüber geht, ist rechts ein Steinbruch, ein aktiver Steinbruch, wo Rhyolith abgebaut wird für die Industrie. Der ist, ja, weiß. Ist ein weißer Rhyolith. Oder aber... Das Ding hier ist auch ein Rhyolith. Hat eine leicht rötliche Färbung. Ist aber sauspröde. Ist dreckig, ist nämlich hier vor meiner Gartentür der Feststeller. So, dann nehmen wir uns noch den letzten. Von dem verspreche ich mir am meisten.
weil der schon von außen größere Stücke hat an Achat und Kalzit. Gucken wir mal, wie die Mitte aussehen wird. Ja. Hier ein Achat, dann haben wir hier Kalzit. Hier dunkler Rhyolit, da auch nochmal. Der Achat hat sogar ganz leichte Bänderung. Sehr schön. Rhyolithe von Ida Oberstein. Muss man auch nicht allzu weit suchen, findet man auch relativ gut in den Wäldern dort. So, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.